Ich betrachtete das Foto an der Wand genauer. Auf ihm war das Klinikpersonal vor der Lodge zu sehen. Ich kannte den Mann neben Hartman. Er war der Entführer. Hartman hatte die ganze Zeit mit mir gespielt. Natürlich. Und hier ist noch ein Beweis dafür. Auf den Bändern handelte es sich um Hartmans Mitschnitte von Patienten. Was können Sie mir über Alans Probleme auf einem der berichten? Bänder stand Alans Name. Einen Moment lang stockte mein Atem. Auf den Partys ist er ständig so von Zorn erfüllt. Er wird gewalttätig. Er... Ihnen gegenüber? Nein, nicht mir gegenüber. Nein, niemals. Ich... Manchmal wünschte ich fast, Alan würde mir eine scheuern. Denn das würde wenigstens zu einem Gespräch führen, dem er sich nicht einfach entziehen kann. Aber nein. Er... Alan schläft nicht besonders viel. Und die Arbeit... Naja, er schreibt nicht. Gar nicht. Er sitzt nur stundenlang da und wird immer frustrierter. Und ich kann nicht mit ihm reden. Nun, Mrs. Wake, was würden Sie ihm sagen, wenn er zuhören würde? Ich weiß nicht. Ich möchte sagen, ich sehe dich an und das bist nicht du. Nur irgendein Fremder, der dir ähnlich sieht. Er sieht mich durch deine Augen an. Und ich mag ihn nicht besonders. Und jetzt geht alles den Bach runter. Aber sagen Sie das denn nie? Nein, nein. Ich habe es versucht, aber er hört mir nicht zu. Er ist zu sehr in seine eigenen Probleme versunken. Redet immer über etwas anderes. Ich habe solche Angst, dass ich ihn verlieren werde und dass wir nicht mehr miteinander sprechen werden. Er lässt mich nicht mehr an sich heran. Lässt mich im Dunkeln stehen. Ich bin so allein hier. Selbst wenn er zu Hause ist. Ich brauche Hilfe, Doktor. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wenn Sie ihn einfach herschaffen, werde ich mein absolut Bestes geben. Ja, aber Doktor, Sie müssen vorsichtig sein mit ihm. Er wird Ihnen nicht einfach so zuhören und mit Ihnen kooperieren. Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Das behalte ich im Hinterkopf. Als ich Ihre Stimme hörte, das, was sie sagte, fühlte ich mich glücklich, angewidert und schuldig zugleich. Das Schlimmste war, dass ich die Worte wiedererkannte. Ihr Anruf, er war nur ein Mitschnitt, nur eine Aufnahme. Ja, leider. Deswegen klang er auch so seltsam. Lassen Sie mich hier raus! Hartman, hören Sie mich! Ich werde Ihren durchgeknallten Quäkerarsch verklagen! Barry? Al! Und auch Zeit! Barry, Mann, bin ich froh, dich zu sehen! Wir müssen zu Hartmans Büro. Das ist gleich nebenan. Alles klar? Ja, ich meine nein! Ja, ich meine nein. Das hier sind alle Seiten, die ich bei mir hatte. Und mehr. Alan, bitte. Sie fallen wieder zurück in... Noch eine Lüge und ich schieße Ihnen in die Fresse. Ah, ja. Ein Versuch war es wert. Echt, Wake. Kommen Sie. Lassen Sie uns das gemeinsam angehen. Sie haben keine Ahnung, Hartman, was... Hartman, Klappe! Barry, jetzt raus mit dir! Ich hol dich ein, besorg uns ein Auto! Oh, Al, lass los! Wake, hören Sie mir zu. Das ist ein Fehler. Sehen Sie das nicht? Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Mit Ihren Fähigkeiten und meiner... Drauf! Das hat Lächeln gerade eben, ey. Das Dunkel würde mich in Kürze haben. Ich musste einen Ausweg finden. Ja, das Dunkel kommt von hinten. Misch die raus hier. Erstmal nach oben. Warum? Weil Generator.
Shotgun. Noch einmal. Ach, echt noch. Blitz, Blitz, Blitz. Man sieht es nur blitzen, ey. Aua. Hallo. Okay, da geht's nicht durch. Ich hab's kapiert. Hey, eine Leuchtfackel. Das Gute ist allerdings, die taucht wieder auf. Ah, jetzt sind wir hier. Kommt doch gleich. Da Deathball. Ich das Ding auch gerne nennen. Hallo, ich bin hier. Bin immer noch hier. Jetzt bin ich woanders. Dumme Kugel, ey. Ja, oh, stimmt ja, ich brauch die ja noch mal hier. Ganz vergessen. Ey, du dumme Kugel, ich bin hier! Jetzt machen wir gefälligst die Tür auf! Danke sehr! Ich bin hier! On the way. Ich hab das Auto, aber das Tor ist zu. Du musst durch das Heckenlabyrinth dort drüben. Ich habe keine Taschenlampe. Hier, Al! Oh Gott, sieh dir das Haus an, Al! Pass auf! Oh ja, die Dunkelheit ist hier. Ich glaube, wir machen uns lieber mal schnell vom Acker, oder? Sei doch auch dafür. Ja. Liegt da irgendwas rum? Ach egal. Leg sie weg hier. Sieh ja. Oh Gott, ey, das Haus sieht übel aus. Lass uns verschwinden. Ach ja, das Heckenlabyrinth. Hier gibt es auch Zeug zu finden. Okay, hier nicht. Und natürlich gibt es hier auch Gegner, also. Wer noch vom Teufel spricht. Jesus Christ. Sagt man so schön, better safe than sorry. Don't trust Emil.
Ach Herr Hartmann. Vertraue nicht dem Hartmann. Keine Sorge, war ich schon nicht. Und sollen sie doch. Ich habe hier. Okay, du willst mir nicht gefallen. Aber ich denke, das stimmt mir zu, oder? Sheesh. Schlimmste ist, wenn ich das Ganze hier aufnehme, ärgert mich andauernd eine Mucke, ey. Das gibt mir sowas mal auf den Keks. Ach, genau. Ach ne, jetzt kommt das schon gleich. Mag ich nicht. Kaum zwei Pillen am Morgen und dann zieht sie den ganzen Tag lang lieb und nicht. Guck, das hat man. Kaum drei Pillen am Abend und dann schlafen sie wie ein Baby. Gerade noch so. Sheesh. Gerade noch genug Muni, ey. Gib mir auf den Keks, ist ihr das? Einfach sterben.